Konrad Windisch, als man sich auf Weihnachten noch freuen konnte. Dies ist eine leicht verkürzte Version. Die ganze wunderbare Geschichte ist ab sofort im Auf-ein-Shop erhältlich. Empfehlenswert und lesenswert. Als man sich auf Weihnachten noch freuen konnte, das war in der Kindheit. Aber sicher freuen sich die Kinder heute genauso, wenn die Eltern Zeit für sie haben. Und falls sie überhaupt noch Eltern haben und nicht vermögenswerte, schaffende Sorgepflichtige. Es kann ein Irrtum sein, aber ich empfinde, man konnte sich früher mehr auf Weihnachten freuen. Ganz einfach, weil man Zeit dazu hatte. Früher, wann war denn das? Es war vor dem Ausbruch des totalen Wohlstandes. Früher, da hatten die Menschen weniger Freizeit, weniger Geld und mehr Zeit für die Freude. Nicht alle, nein, aber mehr als heute, glaube ich. Ich möchte mich erinnern, wie das in meiner Kindheit war. Diese Kindheit war in den Jahren vor und während des letzten Krieges. Meine Mutter war tot, ehe ich ihren Namen sagen konnte, und die Verwandten, bei denen ich lebte, waren arm. Aber für mich damals waren es wunderschöne Wochen, diese Wochen vor Weihnachten. Eine Tante vertrat Mutterstelle. Wenn ich sie in der Vorweihnachtszeit von der Fabrik abholte, war es schon spät und dunkel, hatten die meisten Geschäfte schon geschlossen. Aber die Auslagen waren hell beleuchtet und es gab viele Auslagen zwischen der Fabrik und der Wohnung. Jeden Tag durfte ich mir ein Christbaumstück aussuchen und kaufen. Jeden Tag eines. Während des Krieges gab es nur einen künstlichen Christbaum, ein Holzgestell mit Tannenreisig geschmückt. Die Freude darüber war nicht übermäßig, aber selbst ein solcher Baum wurde nicht wie jetzt schnell mal eben an der Ecke erworben. Nein, nein, er wurde gesucht. Tagelang wurde besichtigt, überlegt, die Kosten erörtert. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit dazu herkam, aber die Zeit für die Freude war eben da. Und war er gefunden, der beste aller möglichen und erschwinglichen, wurde er heimgeholt und vor der Tür am eisernen Gang angebunden, bis zur Abholung durch dafür bestimmte Engel. Ja, also ich höre die Einwände. Fauler Zauber, Verdummung, Zeitverschwendung. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls habe ich mich über jeden Baum gefreut. Es war etwas Lebendes. Es war eine Freude. Ja, das weiß ich auch. Freude ist etwas, das man weder angreifen noch schätzen, weder produzieren noch kaufen kann. So gesehen müsste es doch etwas Sinnloses sein. Ist es aber nicht. Nicht für den, der Freude kennengelernt hat. Sei's drum. Lassen Sie mich von den Weihnachten erzählen, auf die ich mich noch richtig freuen konnte. Es war etwas Schummriges, unheimlich Heimliches um das Innere der Kirchen um diese Zeit, wo der Adventkranz duftete und einzelne Kerzen brannten. Straßenbeleuchtung war unbekannt. Auch war es stiller. Das lag natürlich an dem geringeren Verkehr und auch Radioapparate gab es noch wenige und wir hatten noch keinen. Aber die Stimmung war, für mich zumindest, weihnachtlicher als jetzt, wo Weihnachten nur Weihnachten ist, wenn auch Waggerl draufsteht. Vielleicht hat die Weihnachtswerbung Schuld, dass die Weihnachtsgeschenke größer und die Weihnachtsfreude kleiner geworden sind. Schon deshalb, weil sie jetzt Ende Oktober und demnächst schon Mitte August beginnt. Weil man schon weit vor dem Fest tannenreisig beleuchtete Christbäume, strahlende Kinderaugen und Schneeflocken gesehen, beziehungsweise die Stimme des Weihnachtsmannes und diverse Glöckchen bimmeln gehört hat. Und wochenlang die gleichen Lieder in allen Kaufhäusern, in vielen Geschäften. Immer die gleichen Lieder.
So wird Stimmung nicht erzeugt, sondern getötet. Wir sangen die Weihnachtslieder abends um den Tisch und eine Kerze brannte. Und einige Lieder gab es, die durfte man nicht anstimmen. Dieses erst am heiligen Abend. Sicher kommt es daher, dass mir bei einigen dieser Lieder unverschämterweise auch heute noch die Tränen kommen. Wie war das damals? Am Morgen wieder ein Fenster des Adventkalenders öffnen, wieder ein Tag näher. Nachmittags das frühe Dämmern vor den Fenstern sehen, darauf warten, bis man mitgenommen wird, durch die Straßen, vorbei an den Auslagen, hinaus zum Stadtrand. Dort, wo der Park liegt und dahinter die Allee und dann schon der Wald, von wo die Freude herkommen wird, die ganz große Freude. Oder beim Ofen sitzen und jemand liest vor, Märchen, Gedichte und Geschichten. Oder zuhören, wie die Großen von ihren Weihnachten erzählen, die weit zurückliegen, so weit, dass es gar nicht mehr vorstellbar ist. Mit offenen Ohren und Augen zuhören, wie die Älteren miteinander reden, wie sie von damals reden. Das gab's. Ich weiß, es klingt wie ein Märchen. Und dann der heilige Abend. Die Freude begann mit dem Erwachen, denn alle waren zu Hause. Die Großmutter und die Tante und der Onkel. Vater kam später, der hatte noch mit dem Christkind zu sprechen. Und wieder hatten alle Zeit. Das ist es nämlich. Dann der Weihnachtsspaziergang, je nach Wetter kurz oder lang und besonders lang bei Schnee. Einmal, da fand ich im Park auf einem Zweig einen faden Lametta, den hatte natürlich ein Engel dort verloren. Zu Mittag gab es nur eine Suppe, aber niemand rannte herum und kochte, reinigte oder räumte weg. Es war alles ruhig und die Tür zum Zimmer verschlossen. Und alles saß um den Tisch. Es war warm und die Freude war im Raum. In meiner Kindheit gab es eigentlich nur einmal reiche Weihnachten, das heißt solche mit vielen Geschenken. Das war in dem Jahr, als mein Vater nicht mehr arbeitslos und noch nicht im Krieg war. Es gab nur ein solches Fest und einen besonders schönen Baum. Aber auch alle anderen Weihnachten meiner Kindheit waren reich, tief innen reich und warm. Und noch immer ist die Wärme dieser Tage in mir. Selbst in jenen Tagen, in denen wir durch verdunkelte Straßen gingen und auf Sirenen hörten. Selbst in den Jahren nach dem Krieg, wo es nichts gab, absolut nichts. Aber es gab gute Menschen, mit denen man reden konnte, die zuhörten, die erzählten und wo es Wärme und Liebe gab. Menschen eben. Soll ich Ihnen sagen, wie Ihre Vorweihnachtszeit aussieht? Ihre und Ihre? Ein Seufzen am Anfang, ach Gott, in 3 Wochen ist schon Weihnachten, und ein Seufzen am Ende. Teufel nochmal, das fehlt ja auch noch. Und zwischendurch Überstunden, Betriebsweihnachtsfeiern, Geschenkelisten, Einkäufe, Besorgungen, Anrufe, Hektik, Nervosität und noch etwas kaufen müssen. Und am heiligen Abend noch früher aufstehen, um noch alles hinzukriegen. Und ich bitte dich, kannst du die Kinder nehmen? Ich schaff's sonst nicht. Dann die Bescherung, 15 Minuten, 30 maximal. Und dann schnell wegräumen, Tisch decken, schnell, schnell. Schmeckt's allen? Vielen, vielen Dank für alles. Wegräumen, damit alles wieder in Ordnung ist. Ach, war das für ein Tag. Und morgen der Besuch. Ist es nicht so? Ich wünsche Ihnen ein paar Stunden Stille in dieser Zeit. Und das muss gewiss nicht in einem verzauberten Winterwald sein, mit Rehlein und Sternlein. Und auch nach Lebkuchen muss das Ganze nicht duften. Es müssen gar keine gewaltromantischen Stunden sein.
Ich gehe zum Beispiel an einem Tag vor Weihnachten zu den Gräbern jener Menschen, die mir so wunderbare Weihnachten geschenkt haben, und danke ihnen dafür. Hoffentlich konnte ich etwas von dieser unverkrampften Freude auch meinen Kindern weitergeben und diese eines Tages auch den ihren. Hoffentlich. Was habe ich eigentlich bekommen früher, damals, in dieser Zeit? In den Weihnachtstagen meiner Kindheit, wo wir alle so arm waren. Zeit. Zeit füreinander. Und offene Augen und Wünsche, die man sich nicht unbedingt auf Raten kaufen muss. Und vor allem Freude.